Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um 5 Düfte, die ich persönlich nur gefunden habe, weil ich auf die ganzen Influencer da draußen gehört habe. Und ich möchte heute gerne mit euch einfach mal diese 5 Düfte durchgehen. Und es sind tatsächlich sehr, sehr random Düfte, würde ich sagen. Also es sind Düfte, die ihr mit Sicherheit auch noch nicht kennt. Aber ich wollte das einfach mal mit euch teilen, weil ich natürlich auch nicht immun bin gegen das ganze Social Media Gedöns. Und ich deshalb manchmal auch wirklich eine harte Sucht schiebe auf einige Düfte und die wirklich unbedingt testen möchte. Das heißt, lass mich hier gerade mal meine Teststreifen nehmen und dann fangen wir direkt an mit den Düften. Es gibt natürlich auch zu jedem eine Story. Und deshalb möchte ich euch natürlich auch hier direkt mal so mitnehmen und euch zeigen, was für mich persönlich Düfte sind, die ich einfach so kennengelernt habe. Und anfangen möchte ich gerne mit dem Acqua e Zucchero von Profumum Roma. Das ist eine ganz, ganz kleine Abfüllung, die inzwischen auch schon fast leer ist. Und der mir das empfohlen hat, ist tatsächlich der Nick von Parfums Lubner, den ihr letztens auch in einem meiner Videos gesehen habt. Werde ich gerne hier oben auf dem i verlinken, falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, macht es bitte gerne. Es ist ein sehr, sehr witziges Video und wir haben uns vor einer ganzen Weile mal auf einem Event getroffen, auf einem Influencer-Event und da habe ich direkt festgestellt, dass er wirklich extrem gut riecht und habe ihm das auch gesagt. Und da meinte er, das ist der Acqua e Zucchero, ob ich den noch nicht kennen würde und er hatte eine Abfüllung und der hat er mir dann einfach geschenkt an dem Abend. Also auf jeden Fall richtiger Ehrenmove an der Stelle. Vielen Dank. Und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich einer der besten Düfte, die ich seit langem getestet habe. Angeblich ist der in Hamburg ja jetzt inzwischen schon sehr, sehr krass vertreten, weil die Leute halt alle das suchten, nachdem sie das bei Niklas auf TikTok gesehen haben. Aber auf jeden Fall ist es ein Duft, der wirklich genau das ausdrückt, was man auf dem Namen liest. Also Wasser und Zucker, das ist genau das, was hier der Fall ist. Denn du hast auf der einen Seite diese extrem aquatischen Noten, fast schon so ein bisschen in Richtung von Oud Mineral, würde ich sagen. Also dieses Meersalz auf trockener Haut Thema. Und auf der anderen Seite aber trotzdem dann fast schon so eine zuckerartige Süße. Und das klingt so, dass es einfach komplett gegensätzlich ist, aber es passt unfassbar gut zusammen. Und es riecht fast so ein bisschen wie so ein Süßspeisengebäck, was aber tatsächlich so eine gewisse salzige Note noch hat. Also so wie Salzkaramell oder sowas, würde ich sagen. Wobei dieses Karamellige ist nicht da, sondern es ist wirklich nochmal eine eigenständige und andere DNA. Für mich persönlich auch wieder ein super einzigartiger Duft und etwas, was ja einfach wirklich auch Köpfe sich nach dir umdrehen lässt, weil es einfach ein Komplimente-Magnet ist. Das habe ich auch selber am eigenen Leibe gemerkt, dass ich den zweimal getragen habe und ständig hat irgendjemand was gesagt. Der ist zwar auf der süßen Seite, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass der jetzt gerade für Temperaturen so um die 30 Grad funktioniert, sondern vielleicht eher so für 20 und drunter, aber trotzdem für mich persönlich einer der besten Düfte, die ich seit langem getestet habe und deshalb vielen Dank Nick für die Empfehlung und für euch natürlich auch, wenn ihr die Chance habt, den zu testen, zum Beispiel bei Parfums Lubner oder sonst in Läden, die Profumum Roma Düfte führen, bitte auf jeden Fall mal anschauen, ist für mich persönlich eine sehr, sehr starke Empfehlung. Genauso wie der nächste Duft, das ist der Kruger Aqualis und den habe ich gefunden durch den Instagrammer Willy Sense. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Du wirst zwar nicht verstehen, was ich sage, weil du kein Deutsch sprichst, aber das ist wirklich ein Duft, der hat es in sich und der ist für alle Fans von diesen High-End Roger Düften, also Chypre Extraordinaire, Diaghilev und so weiter und so fort und für Fans von Rose, ja, denn das hier ist wirklich ein rosedominierter Duft, der hat wirklich etwas von diesem ultra, ultra, ultra luxuriösen. Der ist auch, glaube ich, nicht ganz günstig, also ich glaube, dass der sogar echt teuer ist, aber es ist ein Duft, immerhin bekommt ihr da wirklich auch Goldflocken in der Flüssigkeit mit drin, ich werde euch das gleich mal als Großaufnahme zeigen. Nee, ist natürlich ein kleiner Spaß, also das ist hoffentlich nicht das, wofür man hier bezahlt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr toller Duft für die Leute, die auf diese Ultra-Luxus-Varianten stehen, also Diaghilev und Chypre Extraordinaire und die ganzen Clive Christian Düfte und sowas. Nur, dass hier persönlich für mich einfach noch mehr von diesem opulenten Thema drin ist. Es ist nicht so fein und zerbrechlich wie zum Beispiel ein Clive Christian oder ein Roger Parfums, sondern das kommt auch wirklich durch diese Rose mit einer extremen, fast schon schwülstigen Note, ja. Nur, dass es eben nicht schwülstig ist, weil es in diesem High-End-Thema drin ist und deshalb auf gar keinen Fall schwülstig wirkt, aber es ist eine sehr, sehr volle Rose und damit sollte man auf jeden Fall klarkommen, ja. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf Rose steht, wenn ihr auf diese seifigen Ultraluxusdüfte steht, die, wie gesagt, in Richtung von Diaghilev gehen, dann ist das hier definitiv etwas für euch. Für mich persönlich, ehrlich gesagt, in den kühlen Tagen des Jahres wahrscheinlich perfekt tragbar. Ich weiß aber nicht, ob ich mir einen vollen Flakon gönnen würde, weil es für mich schon sehr, sehr opulent ist und ich weiß nicht, ob ich so viele Gelegenheiten habe, wo ich diesen Duft tragen könnte. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass das vielen Leuten gefallen wird aus meiner Community. Deshalb vielen Dank, Willy, für diese Empfehlung. Und Willy ist ja auch ein großer Fan von Oud 31. Und aus diesem Grund sind wir auch da in sehr regem Kontakt. Und er empfiehlt mir auch ständig neue Düfte. Gut, dann haben wir als nächstes einen Duft, den ich jetzt nicht durch einen Influencer gefunden habe, sondern tatsächlich durch das Personal im Bräuninger in Düsseldorf. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Person hieß, die mir das empfohlen hat. Aber vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Denn das hier ist der Fracas von Robert Piguet. Das ist eine Vintage-Variante von einem Parfum, was mit Tuberose arbeitet. Und für alle diejenigen, die sich fragen, wie ich denn auf sowas komme, für mich
mich persönlich ist die Connection einfach durch den Matière Première French Flower entstanden, denn ich habe die Marke bei Breuninger geschult in Düsseldorf, habe den Duft denen gezeigt und da haben die direkt gesagt, hey, das erinnert uns ein bisschen an den Fracas von Piguet und ich meine, das stimmt auch, ja, nur dass der Fracas tatsächlich eine sehr animalische Note hat, ja, wie das eben bei diesen Düften früher immer der Fall war. Der hat wirklich einen animalischen Touch, der hat einen sehr, sehr oldschooligen Touch aus diesen 80er Jahren, aber der hat auch auf der anderen Seite diese wunderschöne, intensive Tuberose, die nicht zu süß ist, also nicht vergleichbar mit einem Good Girl oder sowas, wo einfach sehr, sehr viel noch dieses süße, vanillige noch mit drunter ist, sondern eine klare, reine Tuberose, die hier kombiniert ist mit so einem leicht ledrigen, animalischen Touch. Ich finde den unfassbar spannend, das ist wirklich ein schöner, schöner Duft. Mir persönlich ist er allerdings etwas zu feminin, deshalb werde ich ihn wahrscheinlich auch wieder dran geben, aber für alle Fans von Vintage-Düften, die auf diese klassischen Düfte stehen oder die sich vorstellen können, zum Beispiel einen French Flower in ein bisschen dreckiger, sage ich jetzt mal, zu tragen, aber trotzdem mit diesem klassisch-französischen Thema, auch von der Haltbarkeit her ist der sehr, sehr überzeugend, muss ich sagen, dann solltet ihr euch den Fracas von Piguet auf jeden Fall mal anschauen. Für mich persönlich auch eine sehr, sehr tolle Empfehlung. Gut, und damit zu guter Letzt komme ich hier noch zu zwei Düften, die ich auch durch eine Person auf dem Influencer-Event mit dem Niklas getroffen habe. Das ist nämlich tatsächlich jemand, der für einen Schweizer Ölhersteller arbeitet, die Öle herstellen und sie macht, glaube ich, so ein bisschen die Vermittlung zwischen den Parfümeuren und dem Kunden. Ich habe zufällig bei diesem Networking-Event neben ihr gesessen und sie hat mir ein paar Düfte empfohlen, weil wir da so ein bisschen abgenördet haben, auch über meinen eigenen Duft. Und das hier ist tatsächlich jetzt erstmal der Parfum d'Empire Tabac Tabou. Ein Tabakduft, der wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist für Tabakfans. Für mich persönlich etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was aber tatsächlich Tabak mal in einer komplett anderen Variante umsetzt. Denn normalerweise kennen wir das ja, dass Tabak mit süßen Noten verwendet wird, also Tabak mit Honig, Tabak mit so Shisha-Noten. Und hier ist es wirklich der Tabak als Basis, aber dann mit jeder Menge floraler Noten, also mit jeder Menge Blüten oben drüber und so einer gewissen ledrigen Basis, die da drunter schwebt. Und der Duft hat fast schon so ein bisschen was Salziges für mich, fast schon so ein bisschen was Mineralisches tatsächlich. Ich finde den unfassbar spannend. Das ist ein sehr gewöhnungsbedürftiger Duft. Also ich glaube, wenn man mit Tabak gut kann, dann wird man diesen Duft definitiv mögen. Man muss aber auch auf jeden Fall etwas Zeit mitbringen, sich den auf die Haut aufsprühen, ein bisschen auf sich wirken lassen, weil das tatsächlich so in der Komposition so einzigartig ist, dass man das mit Sicherheit noch nie gerochen hat. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ihr könnt euch das echt so vorstellen, als hättet ihr diese Tabaknote von einem Naxos zum Beispiel, würdet die ganze Süße rausnehmen und das eben noch anreichern mit jeder Menge Blüten oben drüber und so einer leichten, ledrigen Note im Hintergrund. Finde ich persönlich extrem spannend, hat gar keine wirkliche Süße, sondern nur durch diesen Tabak eigentlich so eine gewisse natürliche Süße und ansonsten ist das Ding relativ neutral. Für mich persönlich aber echt spannend und ein sehr, sehr cooler Statement-Duft, der auch mit Sicherheit einige Köpfe bewegen wird, ja. Und damit kommen wir auch schon zu dem letzten auf der Liste. Der wurde mir auch von dieser Dame empfohlen. Das ist der Itak von Memo. Und das ist jetzt wieder mal vielleicht auch etwas, was mehr Leute tragen können, denn das ist tatsächlich ein unfassbar schöner, frischer Duft, ja. Wie sind wir drauf gekommen? Ich habe einfach gesagt, ich weiß nicht, was ich als nächstes Parfum rausbringen will. Und da hat sie mir so ein paar Inspirationen genannt von Düften, die sehr, sehr ungewöhnlich sind, die man so nicht häufig findet. Und deshalb, Leute, ich sag euch, der Itak ist für mich einer der schönsten, frischen Düfte, die man sich kaufen kann. Das ist nämlich tatsächlich eine wunderschöne Kombination von einer Johannisbeere mit grünen Noten. Also ihr könnt euch das vorstellen, wie diese Johannisbeere, die in Creed Aventus drin ist und in Tiziana Terenzi Orion zum Beispiel, also diese starke Johannisbeernote, die neben der Ananas da drin ist, aber dann mit einem wirklich schönen, schönen grünen Akkord. Also wie eine Johannisbeere mit grünen Blättern mit drumherum. Und der Duft hat wirklich eine unfassbare Frische und ist sehr, 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 sehr frisch, einfach perfekt für den Sommer. Aber es ist kein Zitrusduft. Und das finde ich extrem spannend, weil man den, glaube ich, sehr gut im Sommer abziehen kann, ohne dass man in die Falle läuft, wieder diese typischen Zitrusdüfte zu riechen. Das heißt, wenn ihr wirklich keinen Bock mehr habt auf die Zitrusdüfte und dieses ganze frische Zeug, was man überall bekommt und ihr möchtet wirklich einen ungewöhnlichen frischen Duft tragen, dann den Itak von Memo auf jeden Fall mal anschauen. Für mich persönlich ein sehr, sehr spannendes Teil. Das war soweit mit meiner Liste von 5 Düften, zu denen ich wirklich geinfluenced wurde. Ihr seht, dass die Bandbreite wirklich extrem ist und es gibt kein wirkliches System, aber alle gefallen mir auf ihre Art und Weise ganz gut. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr für Düfte kennt, die ihr letztens gefunden habt durch irgendwelche Leute, was euch empfohlen wurde, was bei euch wirklich eingeschlagen hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euren Input. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.